Hallo, liebe Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Mapperschaft. Wir sind hier am Ressen und diesmal nicht mehr beim Jungbauer, diesmal nicht beim Schuster, sondern bei mir. Hier liegt mein Heu noch rum. Unglaublich. Das müssen wir jetzt noch wegpressen, beziehungsweise der Reitmeier tut mit seinem Ladewagen bei mir abkippen in mein Silo. Beziehungsweise, ja, mein Hofsilo. Ich tue es pressen und die Maximiliane fährt direkt zum Viehhändler und verkaufst. Dass ein bisschen Geld zusammenkriegen. Und eventuell, wenn irgendwann mal die Herren Jungbauer geschnallt haben, könnte es sogar sein, dass wir noch einen Sparte hier hinkriegen, aber ich glaube, das hat sie erledigt. Bis die hier sind, haben wir die Wiese fertig. Maximiliane, da bist du ja. Ja. Hast du leer? Ja, kriegst du eigentlich Geld dafür vom Händler? Ja. Ach, du kriegst das direkt. Ja, ja. Okay, der vertraut mir eben nicht. Ja, stimmt mal, wir haben eben abgemacht, dass ich das Geld bekomme direkt und dann mit dem, der Reitmeier hat sein Geld bekommen, ich habe meins bekommen, deshalb, der hat da wahrscheinlich gar nicht mehr dran gedacht, dass jetzt ein anderer kommt. Aber ist ja egal, ist ja dieselbe Tasche. Okay. Ja, nur nicht, dass der uns bescheißt und das Geld einbehält. Nö. Das ist schon alles richtig. Aber es war ein bisschen mehr, was wir gekriegt haben, glaube ich, für das mit dem Heu. Der Jungbauer, der Idiot, der hat auf Feld 20 dem Schuster die ganze Barren gepresst, in klein. Die werden sich freuen. Herr Müller. Ja, hallo? Ich höre, dass wenn Sie Ihre Griffel dauerhaft auf dem Funk haben. Ja, das ist ja auch nicht schlimm, wenn Sie das mithören. Okay. Was wir abladen, Maximiliane? Das war von ihm, von einer Ladung noch, genau. Und das, was mir der Dingens hier bezahlt hat. Ach so, ja, der Reitmeier hat das bezahlt, okay. Ja, dann müsste ich wahrscheinlich gleich zurückbezahlen. Das waren irgendwie so 3000. Ja, ja, genau. 219 eben für die Ballen. Ja, ja. Wunderbar, perfekt. Wenn es geht, schön gerade pressen, Herr Jungbauer. Schön gerade, Schwaden. Dann bleibt mir bald noch schön im Wagen. Ja, ich gebe mir Mühe. Die Angst habe ich auch. Dann gebe ich mir halt keine Mühe. Dann läuft's. Immer schön gerade pressen, Herr Jungbauer, damit die Wurst senkrecht ins Klo fällt. Oder so, genau. Meine Schwester kann alles lernen. Jungbauer. Selbst wie sie sich auf der Presse verhalten soll. Sie lernt noch was von mir. Das halte ich für ein Gerücht. Ich nicht. Dann müssen Sie erstmal Rasierapparat mitnehmen, die hat Haare auf den Zähnen. Echt? Jupp. Oh, solche liebe ich ja. Also, okay. Ja, dann ist das Ihr Ding. Da liegt auch noch eine rum. Ist hier jetzt. Hä? Wieder gesehen. Wirklich unglaublich, die siehst du fast nicht. Wo sind ich denn eigentlich da? Ups. So, und weiter geht's. Ich habe meine Dämme noch eine. Naja, egal. Hier vorne liegt sie doch, vom. Bei der Presse. Thank you.
Herr Reitmeier? Wie viele Wagen haben wir denn schon? Einen? Kommen Sie nochmal, oder? Ich bin um die. Ach so, okay. War der schon da, oder? Ich hab die beiden Pappenheimer. Die sind da, ja. Beziehungsweise einer ist da. Also die beiden sind auf Patt und Patterchen. Ja. Das war die... Hallo, ich höre das. Da hat die Sache auch einen Sinn. Musst du mal deinen Punktding näher ranhalten. Ach, das ist hier der Trigger, da ist das langsam kaputt, das Funkgerät. Wie viel geht in Ihren Wagen rein? Ich glaube so bei 15.000. Ja, hätte ich ja 30.000 teuer. Das ist schon mal was, ja, das ist okay. Viel mehr brauchen wir dann unbedingt nicht. Ja, ist okay. Was kriegst du eigentlich für das Heu so rundmäßig? Ich glaube knapp 1.000er mehr ungefähr im Schnitt. Wie fürs für Stroh. Aha. Mache ich das jetzt hier eigentlich umsonst oder arbeite ich hier für Geld? Ja, ich habe eben schon gesagt, was sie meiner Schwester gezahlt haben, kann ich wahrscheinlich direkt wieder zurück überweisen. Ach, du kannst doch die Schwester überreden. Ich habe noch Platz frei heute Abend. Ich habe irgendwann mal schon gehört, dass sie heute Abend wahrscheinlich noch abreist. Yeah. Ich weiß nicht genau, oder? Moment. Maximiliane? Ja? Wann musst du los? Ich denke, ich werde nachher losfahren. Schön die Nacht durch. Ah, ich wusste mir genau, du hast gestern irgendwann erzählt, wann du los musst, ich wusste es nicht mehr genau. Ja, Reitmeier, das wird nichts. Na toll, der wird teuer. Tja, wir müssen vielleicht vorher von meiner Schwester noch aushandeln, was sie bekommen wollen. Ach ja, ja. Es ist gerade dunkel hier auf Macke, ne? Ja, ab in den Wald. Das glaube ich nicht. Ja, nur überleg mal, ich gehe mit ihr zusammen im Wald. Ne? Sie hat ja schon mal Angst. Das ist ja nicht das Schlimme. Ich habe ein bisschen mehr Angst. Ich muss alleine zurück. Ach so, ja. Das ist schlecht. Ja, das haut ja gar nicht mehr. Das wäre sehr schlecht, dass wir alleine zurückkommen müssen. Ja. Nee, das wäre nichts. Das ist scheiße. Ja, das stimmt. Aber heute war mit Abstand der produktivste Tag, seitdem ich in Hinterkaifeck bin. Mit Abstand. Der produktivste Tag war, als wir Feld 19 angesät haben. Nee. Ja, für also euch vielleicht. Da waren wirklich alle Geräte in Bereitschaft. Vielleicht für euch produktiv, ja. Von der Menge der Fahrzeuge, das stimmt auch, ja. Ja, so viele Fahrzeuge siehst du nie wieder auf einen Haufen. Ja, das stimmt. Oh, ich glaube, ich habe gesoffen heute Abend. Aber ich glaube, da war noch ein großer Anteil an Idioten dabei, wollte ich mal so vermerken. Also so schustermäßig und so. Ja, wie gesagt, ich habe dir das damals gesagt, wir sollten Hafer anbauen. Ja, und die anderen haben Weizen, Gerste und weiß egal, was eingepflanzt. Ja. Ich bin gespannt, was aus dem Acker passiert, wenn der Winter rum ist. Ja. Und dann immer noch sehen können, wer was angepflanzt hatte. Oh, da können wir ja mal vielleicht bei Nacht- und Nebelaktion so eine Aktion starten, dass sie dort schnell mal umflügen oder so. Ja, dann muss ich erst mit dem Doc reden, weil der hat das nämlich an fotografiert und hatte das an Museum vertickt. Ach so, okay. Das haben auch daraus Geld gemacht. Aha. Dann nicht die Welt, aber immerhin. Abstrakte Kunst, ja? Ja, genau, richtig. Was ich? Ja, mach mal. Fahr rechts rum. Maximiliane? Ja? Bist du zurück schon? Wie zurück? Mit dem Anhänger. Ja, ich stehe seit 3 Stunden hier am Feldrand. Dann gebe ich dir gleich meinen hier. Das hätte ich wissen sollen. So, kannst du abhängen?
Aber... Ach, das Befehlen, dass das so reibungslos lief hier, wenn du weg bist. Ja, dann geht wahrscheinlich alles wieder daneben. Ja, da geht ja alles runter und drüber. Ich darf gar nicht dran denken. Komm, Maximiliane, wie geht der Trecker? Ah, ich weiß, der Trecker geht nicht, er fährt. Und wie fährt der? Wollte ich gerade sagen, der fährt. Ja, der fährt gut. Ja, es geht, ne? Schönes Ding, ja. Ja. Also, wenn du bei mir einziehst, kannst du den öfters fahren. Aha. Mhm. Ja, ich muss mich um meine Pferde kümmern, das geht nicht. Ach, die kannst du mitbringen. Nee, so oft kann ich nicht fahren. Jo, wie viele Pferde hast du denn? Ach, ich weiß nicht, da sind viele Mietpferde dabei, das ist so ein Stall, ja. Ach, 500 sollen da wohl drin sein. Bäh. Was ist, wir machen von 250 Pferdelasagne? Ja, Aldi hat angerufen, die brauchen wir nicht. Da werden sie sich freuen, wenn du die alle mitbringst, liebe Maximiliane. Ich glaube, dann ist ganz hinter Kaifeng voll mit Gäulen. Den kann jeder mal reiten. Ja, das stimmt. Da gibt es kein Stau im Pferdestall. Da sind ja auch ein paar Stallungen mit. Ja. Vielleicht kannst du mich ja mal besuchen kommen, dann kannst du dir das mal angucken. Ja, wenn mal soweit sein sollte, dass man hier mal Urlaub machen darf können. Darf ich mit? Aber dann selbstverständlich, Herr Reitmeier. Oh, das hört sich gut an. Und ich? Ja, fahr mal. Also ich glaube, ich krieg das Ding hier nicht mehr voll heute. Nö, aber ist ja schon 15.000, ist ja schon ein bisschen was drin, ne? Ja. Das ist schon was. Hier liegt doch ein Ballen. Wo? Hier. Hinter mir, genau. Moment, ich komme. Da, du, ja, schon. So. Ich glaube, das war's, oder? Ich glaube, die hier nehme ich dann noch mit zum Hof. Ja. Ein paar Streifen noch mit und dann hätten wir alles, ne? Der Rest kann da liegen bleiben. Ah, wunderbar. Da liegt auch noch eine Balle, okay. Ja, hallo? Hallo. Ja, hallo. Sag mal, ist da Richard bei Ihnen? Nee, ihn gesehen habe ich keinen. Wenn Sie den sehen, können Sie den dann zu mir schicken. Aber selbstverständlich. Wo soll ich ihn denn hinschicken? Zum Hof. Zieh ihn nach Hause. Ja. Okay. Der Opa hat den einen über den Arsch gezogen. Was? Der Opa hat was? Der Opa hat ihn einen auf den Arsch gehauen. Er hätte? Ja, alles lässt da stehen. Okay. So ein Flegel. Wo hat er denn alles stehen lassen? Wenn er auf den Hofsachen stehen ist. Was so. Lässt er stehen? Ja, solange er auf dem Hof ist, ist ja alles da, ne? Vielleicht immer, wenn er im Ort stehen lässt. Passen Sie auf, was Sie sagen. Wenn ich den Schuster sage, dass Sie das Feld gepresst haben. Nee, also Sie haben es gepresst. Das... Sie haben es pressen lassen. Nein. Diese Nummer kommt nicht mehr raus. Kommt da aus der Nummer nicht mehr raus. Aber ich würde an Ihrer Stelle würde ich das schnell verkaufen noch, dann haben Sie wenigstens was davon. Nee, das gehört ja den Schustern. Und normalerweise klaut man ja nicht. Das ist auch wieder sehr logisch. Ja, merken Sie was, ne? Ja. Sehr logisch. Ja. War ja auch nicht einfach auf andere Felder, ohne zu sagen, dass irgendwas gepresst werden soll. Nee, das macht er nicht. Nee. Sag nur unser Feld. Ihr Feld? Das war, haben wir vom Vergammel gerettet. Immer so am Rande. Das wäre vergammelt gewesen, jawohl. Das war Winterstroh, das hätte im Sommer nochmal gewachsen. Ach so. Sie kennen sich auch nicht aus. Das ist ja eine ganz neue Sorte. Himmel, Arsch und Zwirn, das kann ich mir nicht mehr mit anhören. Nee.
Das glaube ich. Ach ja. So, fahren wir den Kram nach Hause. Ich weiß nicht, wie die Luft da am Zug so schlecht war, dass die am Zug so komisch sind hier. Ich weiß nicht. Maxi? Ja? Bist du schon weg? Nein. Ich komme jetzt noch... Ich bin gerade beim Händler. Okay. Dann sehen wir uns wahrscheinlich am Hof noch, oder? Ja, da fahr ich jetzt hin, dann warte ich noch. Ich hau nicht einfach so ab. Genau. Ich komme auch zum Hof jetzt. Die Restballen lasse ich hier drin. Die kann ich vielleicht selber verfüttern. Hallo, ich bin's nochmal. Ja, ich habe ihn hatte nicht gesehen. Das ist nur geil, was sie fragen wollte. Ich habe mir Richard nicht gesehen. Sie haben eben angerufen, ob ich den gesehen hätte. Nein, aber sie wissen ja nicht, was sie fragen wollte. Was ich jetzt? Das weiß ich nicht, ne. Was sie jetzt nur wollen, weiß ich nicht, ne. Ich will einfach nur sagen, dass wenn sie den Richard sehen, das nur zu mir schicken. Ja, den schicke ich dann zu ihnen, ja. Das kann man machen. Wenn ich ihn sehen sollte, ne. Ich, ihre Schwester kann auch hierher kommen. Das glaube ich auch. Ich glaube nicht, dass sie kommt. Sagen Sie ja, dass sie hierher kommen soll. Ich werde sie ausrichten, ja. Oh, ich komme jetzt zum Hof. Mehr ja, ist bei mir nicht. Genau, der Anhänger, der am Deutz hängt, der ist von Ihnen noch. Können Sie den direkt mitholen? Ja, das machen wir. Hallo Maxi. Vielen Dank. Ja, was gerne. Wenn mal wieder was ist, sag Bescheid. Oder auch geldtechnisch oder so. Ja, mach ich. Naja, geldtechnisch, du hast ja jetzt so viel getan schon mit dem Geld, also um Gottes Willen. Ja, genug, ja. Ja, das wäre gar nicht. Da kommt der Herr Reitmeier, ja. Also sehr schöner Traktor. So einen solltest du dir auch zulegen. Ja, das ist auch mein Ziel. Also da kommt noch ein Modell dazwischen, den hätte ich noch gerne. Und dann, wäre das mein Ziel. Ja. Ja, gut. Sehr schön. Ja, da. Hast du schon alles gepackt, alles im Auto? Ja, nochmal kurz kontrollieren. Anhänger ist dran, alles fett. Ja, das ist alles okay. Ja, wunderbar. Passt. Okay. Reifen sind in Ordnung. Ja, dann will ich mal. Ja, dann lass dich drücken noch einmal. Aussteigen. Jetzt steig ich nochmal aus. Ja, lass ich einfach drücken. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss, mein Zart. Drück ich den Onkel Reitmeier auch mal. Und vielen Dank, dass ich den Träger fahren durfte. Ja. Wir kommen dich besuchen. So. Ich zumindest. Ja, das machen wir mal. Ja, und dann reiten wir in die Abenddämmerung. Ja. Mit den Pferden. Genau. Definitiv. Mach's gut. Ja, bis demnächst dann mal irgendwann. Genau, ich melde mich. Wir können ja mal telefonieren. Ja, das ist schön. Ja, natürlich. Alles gut. Tschüss. Tschüss. Hat das Ding eigentlich auch eine Hupe? Ja. Ach, ich hab sie gefunden. Tschüss. Die hat auch so zwei dicke Hupen. Ja, auch. Ja, Herr Reitmeier, vielen, vielen Dank. Bin ich Ihnen schuldig? Sagen Sie mal eine Zahl. Null? Gut. Ja, das geht. Passt. Soll ich Ihnen noch den Trecker mit zum Hof fahren? Hier den Deutz oder den anderen? Ja, kannst du machen. Das wäre super. Ihre Presse steht auch und da kann ich über den Deutz fahren nochmal. Ja, Ihre Presse steht unten bei Ihnen am Hof, am Anfang, ne? Ja, super. Ich komme. Sehr schöner Trecker, ja.
Das ist doch viel romantischer, wenn man so zusammenarbeiten kann und dann noch was Sinnvolles bei rumkommt. Das ist jetzt meine Meinung. Nicht wahr, Herr Reitmeier? Ja. Kannst du hier so einfach hinstellen? Ja, ich hole doch gerade die Presse von der Straße und dann. Ach ja, siehst du, die haben wir auch noch. Dass da noch jemand reinfährt. Ja, oh, stell hier einfach daneben. Wunderbar, da steht er im Scheinwerferlicht. Ja, ja. Sehr glänzend. So. Dafür, dass er gebraucht ist, glänzt er aber noch ganz gut. Ja, sehr gut. Ich werde mir den wahrscheinlich dann auch kaufen, aber ich werde wahrscheinlich, ich hoffe mal, mein Traum ist ja der 130 PS mit Fronthydraulik und den hier dann mit Frontlader. Das wäre so mein Traum. Ja. Da wäre ich gut ausgestattet. Ja, der war nicht. Aber den habe ich nicht günstig geschossen. Ich glaube, den habe ich 10.000 billiger gekriegt, als wenn ich den über Hugo gekauft hätte. Ja, das glaube ich auch. Hugo steckt ja noch was drauf, ne? Ja. Und was ich sagen wollte, ich glaube, wir werden für heute Feierabend machen. Ja, genau. Machen wir auch. Gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo wäre ein Träumchen. Schaut bei YouTube vorbei. Die anderen Projekte könnt ihr euch gerne reinziehen. Kommt jeden Tag eine neue Folge. Mittwochs ist immer Livestream. Und wenn ihr mit uns labern wollt, unter jedem Video steht eine Beschreibung und da steht auch eine Teamspeak-Nummer drin und die könnt ihr dann nehmen und bei Teamspeak eingeben, dann kommt er sofort, da wird dann Teamspeak. Bis dahin, haut rein und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüss! Tschüss!